Jetzt fangen wir mit dem zweiten Plätzchen an. Das unterste bleibt jetzt ungefähr in der mittleren Position. Und wir bewegen jetzt nur die Brustwirbelsäule. Ihr könnt die Hände jetzt vom Becken lösen und müsst euch mal eine Hand vorne ans Brustbein fassen und die andere hinten an die, zwischen die Schulterblätter. Diejenigen, die es schaffen von der Beweglichkeit. Und dann versuchen wir nur mal die Brustwirbelsäule zu bewegen. Den hintersten Punkt nochmal drin zu spüren und dann auch mal ganz nach vorne zu gehen und das ganze Bewegungsausmaß noch richtig drauf zu lassen. Hier passiert auch was. Genau.